MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Ja, lange ist es her, aber nicht vergessen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir doch direkt. Weiter geht's. So, ich versuche übrigens. Achtung, festhalten, Leute. Stimmt, wir sind ja auf manuellen Schaltgetriebe umgestiegen, damit wir ein bisschen Bewegung haben. Oh, da habe ich aber jetzt gerade keine Lust drauf, deshalb gehen wir gerade mal ganz kurz wieder auf die einfache Automatik. So, wunderbar, funktioniert. Spiel kurz was lauter machen, perfekt. Ja, ETS 2 soll wieder täglich eingeführt werden. Das ist der Plan. Jetzt auch mit Hintergrundbild, also mit Thumbnails am Arbeiten aktuell. Diese Woche startet Rescue 2, diese Woche startet Coast Guard. Diese Woche kommen einfach jede Menge Spiele wieder zurück ins Leben. Unter anderem startet natürlich auch das Let's Play Autobahnsimulator als Let's Play Together. Heute geht auch wieder um 18 Uhr Outlast weiter. Unfassbar, Leute. Unfassbar, was heute alleine los ist an diesem wunderschönen Donnerstag. Also dieses Video, was heute kommt, also jetzt gerade dieses ETS-Video, ist ja erst der Anfang. Von 12 bis 18 Uhr kommen Videos. Unfassbar. Und das soll donnerstags bis freitags jetzt immer so, bis samstags soll das immer so sein. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Ich sage es euch, Leute, das ist so unfassbar. Aber ich denke mal, fahre ich 70, genau. Leute, wie lange habe ich ETS nicht mehr gespielt? Das ist genauso unfassbar. Der letzte ETS-Part übrigens, das hat mich gestern vom Hocker gehauen, hat über 10.000 Klicks erreicht. Wahnsinn! War der so interessant? Was habe ich denn da gesagt? Habe ich irgendwie was erwähnt, was interessant ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Lange ist es her. Und ich hoffe, es geht euch allen genauso gut wie mir. Zumindest 3%. Das würde reichen, um einen Menschen glücklich zu machen. Und ja, die Frage, die ich euch diese Woche gerne stellen würde, oder zumindest in diesem Part gerne stellen würde, ist die Frage aktuell, die Lage. Ich wurde immer wieder gefragt, was ich zum Thema Flüchtlinge halte. Und da habe ich das letzte Mal ein Video darüber gemacht, über das Thema. Da habe ich meine Meinung geäußert. Und ich muss mal ganz kurz nachschauen. Okay. Okay. So. Da hatte ich ein Video zu gemacht damals. Und ich denke mal, da wurde alles erklärt. Ich weiß auch nicht mehr den Part. Also wenn ihr gerne zurückschauen möchtet, könnt ihr gerne mal nachschauen. Das Thema Flüchtlinge ist für mich durch. Ich habe es besprochen miteinander, mit euch. In den Kommentaren haben wir ein bisschen diskutiert. Jetzt nicht übermäßig viel oder so, sondern einfach sich nett darüber unterhalten. Und das war es eigentlich. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Meiner Meinung nach sind immer noch die Politiker schuld. Diese ganzen Demos gegen die Flüchtlinge, ich weiß nicht, also Mensch ist Mensch. Egal ob schwarz, weiß, gelb, lila, rosa, pinke Unterhose, rote Unterhose, das ist eigentlich sowas von scheißegal, welche Farbe der Mensch hat. Oder seine Unterhose. Hauptsache, es ist ein Mensch. So, jetzt mache ich nochmal was Verbotenes. Direkt mal erster Part ETS und dann schon so eine Scheiße. Vorteil, wir können es ja, ne? Es geht hier jetzt keiner drauf und deshalb ist das ganz angenehm, dass es funktioniert. Es haben einige gefragt, wie dieser Mod heißt, dass man dieses grüne Licht besitzt. Tja, Leute, wenn ich das selbst noch wüsste. Derjenige, der mir den Mod geschickt hat, kann dasselbe gerne nochmal tun. Schick ihn mir nochmal bitte, dann poste ich ihn auf meiner Webseite. Die wird demnächst auch überarbeitet. Also ist alles momentan in Bearbeitung. Meine treue Frau, Abkürzung Nini, kümmert sich aktuell um die Facebook-Page, dass wir da einen schnellen Support bieten können für alle eure Fragen, die in dem Sinne zu beantworten sind,
was wir auch beantworten können. Also wir sind kein Support. Das muss ich oft erwähnen, weil viele meinen, ich kann hell sehen oder sie kann hell sehen und wir wissen direkt, warum der PC abstürzt, wenn man das Spiel startet oder. Können wir nicht sagen. Wie auch. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich gucken wollte. Okay, keine Beschädigung. Wie viel Kohle kriegt der? Kriegen wir? 25.000, sehr gut. Wir wissen einfach nicht, was diese Probleme angeht. Alles andere könnt ihr natürlich gerne auf meiner Facebook-Seite mir fragen. Zum Beispiel, wo lade ich Mods runter? Aber dazu gibt es ja auch ein Video unter der Playlist Frag doch einfach Herbert. Also es gibt eigentlich so alles, was dieses Thema betrifft, schon auf meiner YouTube-Seite zu finden oder auf Facebook. Man müsste einfach nur ein bisschen suchen, aber die meisten sind einfach zu faul zum Suchen. Das steht fest. Also wenn ihr ein Problem habt mit dem ETS 2 und wisst da nicht weiter, öffnet Google. Google weiß einfach fucking mäßig alles. Google weiß alles, definitiv. Und das steht fest. Huch. Ja, ich hoffe, die neue Oberfläche so gesehen gefällt euch. Und ich denke mal, dass wir damit den größten Teil abdecken können, so gesehen, den es gibt. Also mit Thumbnails und alles, dass das halt sehr schön aussieht, etwas professioneller wirkt. Ich möchte einfach das Allerbeste, was es gibt, aus diesem Kanal rausholen. Richtig rausprügeln das Ganze. So, willkommen in Rostock. Hallo Rostock. Fahren wir jetzt in Rostock rein? Ja, anscheinend. Wir fahren übrigens wieder hoch nach Schweden. Schweden? Quatsch. Nach Skandinavien, Entschuldigung. Jetzt aktuell sind wir zum Hafen unterwegs und dann geht's hier hoch. Wir sind ja auf dem Weg nach Faxjö über, ganz wichtig, Getzer und über, wo war's? Hier vorne, Kalmar, damit wir die Städte vollständig erkundet haben. Die drei, die zwei Städte fehlen uns ja noch für die vollständige Erkundung der Map. Für den Erfolg, den hätte ich schon gerne. Und deshalb war ich da jetzt so ein bisschen hinterher, aber wir haben es ja letztendlich zum Glück geschafft. Welchen Truck fahrt ihr eigentlich im ETS 2 am liebsten? Meiner ist es aktuell definitiv der Mercedes. Er ist laufruhig in hohen Geschwindigkeiten. Und was ich dazu noch sagen muss, er ist angenehm zum Sitzen. Also man sitzt wirklich sehr gut da drin. So, vorsichtig. So, wir wollen. Nach Getzer. Getzer fehlt mir nicht. Tut, tut, tut. So, erster Aufenthalt in Getzer. Jetzt fehlt nämlich nur noch eine. Für den Touristen. Wir können natürlich jetzt auch hier zurück und dann da hoch. Da müssen wir das Stück hier nicht fahren. Wäre aber, glaube ich, Geldverschwendung, oder? Ich glaube, ja. Wir scheißen ja nicht das Geld hier im ETS. Hoppala. So, wie kommen wir hier raus? Ah, okay. Einfach durch. Sehr schön. So, jetzt läuft meine Nase schon wieder. Okay, Flasche zudrehen und gleichzeitig was trinken und etc. pp.
So, wir verlassen Getzam. Achso, was ich noch hinzufügen wollte. Funktioniert nicht so ganz. Also jetzt hier Flasche öffnen etc. pp. Während der Fahrt ist schon ziemlich fies. Ja, bald kommt ja hoffentlich der ATS mal raus. Ich glaube nächsten Monat, wenn nämlich das nicht ganz... Also wenn ich mich da nicht ganz irre, müsste das nächsten Monat sein. Kann aber auch sein, dass es mittlerweile wieder verschoben wurde. Ich habe da keine Ahnung, ne? Also ich blicke da wirklich gar nicht mehr durch, Leute. Ja, jetzt habe ich ja hier Emergency 16 angefangen. War doch 16, oder? Täusche ich mich da gerade? Nein, ich glaube, das war Emergency 2016 oder 2015. Nein, 16 müsste das gewesen sein. Und das Spiel macht wirklich Spaß. Also Leute, schaut echt mal in dieses Let's Play rein. Es macht einen heiden Spaß. Es ist lustig. Und ich habe sehr, sehr viel Spaß dabei. Also es gibt ein paar Fails, definitiv. Ihr könnt ja mal reinschauen und eure Meinung da lassen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es natürlich genauso gut unten reinschreiben. Entschuldigung. Ich habe gerade den leckersten Hackbraten auf diesem Planeten gegessen. Den von meiner Frau. Das muss man einfach mal betonen. Danke, Schatz, für diesen wunderschönen leckeren Hackbraten. Da ist Feta-Käse drin, ummantelt mit Speck. Meistens mit Schwarzwälder Schinken. Ist das lecker? Boah. Hätte ich davon jetzt nicht was gegessen, hätte ich Lust drauf. Aber zum Glück habe ich davon schon was intus. Wie geil sieht das denn bitte aus? Unfassbar, Leute. Unfassbar. Ich brauche ein Foto. Sehr schön. Mit Glück poste ich das gleich auf Instagram oder so. Das könnte ich jetzt schnell fotografieren. Moment, kriege ich es hin? Foto? Foto? Kamera, komm, komm, komm. So. So. Oh, 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 oh. So. Naja, hat nicht ganz funktioniert, wie ich es haben wollte. So, bloß aufhören hier zu schlenkern. Unfassbar sieht das schön aus. So. So, jetzt schön ausrollen lassen, bis wir... Nimmst du gerade Let's Play auf? Fragt der Gamer 54326. Ja, Gamer 54326, ich nehme gerade ETS 2 auf. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Die Frage kam damals und einige wussten tatsächlich nicht mehr, wie die Antwort war. Das ist dann tatsächlich, gibt mir das ein wenig zu bedenken. Weil das ist ja wirklich eines der Kinderbücher überhaupt, die man eigentlich noch kennt. Oder kennen sollte. Boah, guckt euch das mal an, wie schön das hier aussieht. Zack, Foto. Aber das Grün gefällt mir vom Armaturenbrett immer noch. Wirkt so beruhigend. Einige hatten geschrieben, es sieht scheiße aus. Ich finde, es wirkt beruhigend, definitiv. So, wir fahren jetzt gleich Richtung Kopenhagen. Und von da aus geht es dann weiter über die Autobahn. So Richtung Ziel, aber so ganz langsam Richtung Ziel. Wir müssen nämlich noch ein paar Kilometer. Insgesamt haben wir noch vor uns... ...416 Kilometer, 6 Stunden Fahrt ungefähr. Schaffen wir aber tatsächlich ohne Pause. Achso, es gibt bald ein neues Video von mir und Janine.